gegen das Brandenburger Tor. Und auch wenn die Polizei einiges versucht hat heute, uns davon abzuhalten, hierher zu kommen, wir sind genau hier und hier sind wir genau richtig. Hier sind die Institutionen, die aus der Bundesrepublik Deutschland heraus Griechenland auspressen und erknechten wollen. Hier sitzt der Bundestag, hier vorne sind die Arbeitsgebäude, hier vorne, weiter rechts an der Ecke zum Pariser Platz, ist das Rathaus des Europäischen Parlaments. In all diesen Institutionen finden laufend Abstimmungen statt, wie Griechenland noch effektiver zu unterwerfen wäre und wie die griechische Politik noch weiter bevormundet und geknechtet werden kann. Und deswegen ist es ein schönes Zeichen, dass wir heute mit doch so vielen Leuten bei einer Demonstration, die wir vor 3 Tagen erst begonnen haben, zu planen, zu organisieren und aufzurufen, dass so viele Leute gekommen sind, heute hier und in vielen anderen europäischen Städten auch, und hier gemeinsam und demonstrieren. Genau hier muss die Parole gehört werden. Ochi, nein, nein zu Spardiktat, nein zu der Politik. Und wir machen heute auch nachher ein schönes Bild zusammen vor dem Brandenburger Tor. Und da bewahrt eure Schilder auf. Wir schicken dann nochmal ein Bild rüber an den Syntagmaplatz, an die Menschen in Griechenland, damit sie wissen, dass die Abstimmung, die sie am Sonntag machen, nicht eine ist, die nur Griechenland betrifft. Nicht eine ist, die nur darum geht, ob die griechische Regierung ein Sparpaket annimmt oder nicht. Nein, das ist eine Abstimmung, in der es darum geht, ob wir, die Menschen, die hier wohnen, was mitzureden haben, wie es mit unserer Zukunft weitergeht. Ob wir eine Verarmungspolitik, die Griechenland über Jahrzehnte knechten wird, die die Zukunftschancen ganzer Generationen zerstören wird, aber nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa, vor allem in Südeuropa, dazu führen wird, dass die Menschen massenhaft verarmen werden. Und auch deswegen ist dieses Nein eine Herausforderung und ein Zeichen von Würde, dass wir als Menschen kämpfen und nicht auf den Knien liegen, was die Troika sich noch weiteres ausdenkt, um unsere Zukunft zu planen und alles nach dem Spardiktat auszurichten. Von daher ist es nicht zu viel gesagt, wenn es am Sonntag eine historische Wahl ist, in der in Griechenland entschieden wird, aber auch über die Zukunft von ganz Europa mit entschieden wird. Es ist auch aufgerufen worden, dass es in Spanien weitergeht. Nachher wird jemand von Podemos noch reden, weil ganz klar ist, diese Auseinandersetzung, die wir führen, ist eine europäische. Und auch klar ist, egal wie das ausgeht am Sonntag, die Umfragen sehen gut aus im Moment für ein knappes Ja, ein knappes Nein. Aber egal wie es ausgeht, das Zeichen, was aus Griechenland jetzt schon kommt, ist, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, sich weiterhin zu unterwerfen und Ja und Amen zu sagen, was diese Bande da im Bundeskanzleramt sich ausdenkt, was sie von den Leuten im IWF diktiert bekommen, die eben nicht möchten, dass ihre ganzen Kredite mal faul werden und dass sie auch mal ein Risiko dafür einnehmen, dass sie horrende Zinsen von den Griechen kassieren. Von daher, alle gemeinsam und geschlossen, hier gleich nochmal ein Abschluss auf dem Brandenburger, auf dem Platz der Pariser Paris, Entschuldigung. Also Pariser Platz ist gemeint. Ihr wisst, dieses hässliche Bauwerk hier vorne, das kennen die Leute, wenn sie nach Berlin kommen. Das kennen die Leute in Griechenland. Und davor zeigen wir nochmal ein Ochi und zeigen, dass wir für eine andere alternative Bewegung auch hier in Deutschland stehen. Und dass wir vielen Leuten jetzt hier gerade am Rand stehen und sich fragen, was wir hier eigentlich machen. Wir demonstrieren hier heute in Solidarität mit den Menschen in Griechenland, die nicht mehr länger gewillt sind, das Spardiktat, ihre Zukunft, die Profitinteressen europäischer Banker zu opfern, die nicht mehr bereit sind, Ja und Amen zu sagen zu einer Politik, die sie seit 7 Jahren an den Rand des Existenzminimums zwingt, die nicht mehr weiter bereit sind, diese Politik mitzutragen und die nicht nur für sich alleine diese Auseinandersetzung aufnehmen, sondern für uns alle, die irgendwann mal in die Lage kommen werden, dass Renten gekürzt werden sollen, dass Perspektiven für Jugendliche weggestrichen werden sollen und dass eine Inflation
oder gar ein Austritt aus dem Währungsverbund und eine weitergehende Depression in den Ländern, die sich diesem Spanienpakt widersetzen, die beinahe beantwortet Merkel. Es geht hier um mehr, es geht auch um euch, es geht um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Wollen wir, dass die Zukunft auf den Banken und bei den Europäischen Währungsfonds und den weiteren Institutionen der Troika bestimmt wird? Oder wollen wir überhaupt mitreden? Und das alleine, dass ein sozialdemokratischer Politiker glaubt, ist eine Provokation, dass die Menschen in Griechenland befragt werden sollen. Das ist ein Offenbarungseid für eine Grundidee, die auch in Griechenland entstanden ist, die der Demokratie und die immer noch ihrer Verwirklichung harrt, die immer noch lange begrenzt wird von der Macht der Märkte. Und auch deswegen wollen wir heute hier gemeinsam diese Demonstration zu Ende bringen. Und auch deswegen rufen wir hier die vielen Touristinnen und Touristen alle auf, die jetzt hier auf dem Pariser Platz schon sind, dass ihr gemeinsam mit uns ein lautes und deutliches Nein zu dieser Sparpolitik artikuliert und einfach mal eure Position einnehmen. Denn am Sonntag wird die Entscheidung getroffen, auf welcher Seite stehen wir. Stehen wir auf der Seite des Währungsfonds, der Zentralbank und des IWF und der Interessen des Kapitals, das sie repräsentieren, und der europäischen Mittelmächte? Oder stehen wir auf der Seite der Menschen, die um ihre Zukunft kämpfen? Und ich finde, die Zukunft und die Entscheidung ist klar. Wir sollten mit einem wunderschönen Bild vom Brandenburger Tor hier noch machen. Es kommt noch mehr, es kommt noch viel mehr. Legt die Transpis bitte auf den Boden, die sind immer noch gut sichtbar von hier. So, und liebe Leute, die Polizei hat ja heute mit vielerlei Mitteln versucht, diese Demonstration nicht zu einem Ende kommen zu lassen. Sie haben versucht, hier reinzugehen wegen Bagatellen. Und jetzt meckern sie gerade wegen diesem einen kleinen Leuchtdingens da. Also mal im Ernst, das ist eine kleine Leuchtinstallation hier gewesen. Und wir fordern die Polizei auf, sich jetzt hier zurückzuhalten. Und wir fordern euch auf, gemeinsam und geschlossen zu bleiben und hier gemeinsam die Sache zu Ende zu bringen und Solidarität zu zeigen und uns nicht hier nochmal trennen zu lassen, das Spiel nicht mitmachen, sondern hier jetzt gemeinsam unser Nein zu zeigen. Und hier, bitte alle noch weitergehen. Okay, geht bitte noch weiter nach hinten, da ist noch Platz, direkt vor dem Brandenburger Tor. Okay, die Transparente liegen alle auf dem Boden, bis auf das Leittransfi. Und jetzt bitte die vorderen Reihen, die ihr da vorne seid, am nächsten zum Lautsprecherwagen, geht bitte mal ganz kurz in die Knie. Bitte die ersten 3, 4, 5 Reihen in die Knie und haltet eure Orchischilder hoch. Und jetzt bitte alle die Orchischilder hochhalten. Jetzt, ja, wunderbar, ich sehe hunderte Schilder. Hunderte Schilder, wunderbar. Und jetzt bitte fotografieren die Fotografen. Ja, das gibt tolle Bilder nach Griechenland. Das gibt tolle Unterstützung für das Orchi. Danke, danke.